Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es um die nächsten 2 Wochen. Die nächste 2-Wochen-Botschaft steht an vom 13. bis zum 26.03. Und wir gucken uns die Energien in diesem Zeitraum an. Und in diesem Zeitraum sind auch die gesamten Portaltage im März. Schau dir dazu unbedingt auch mein Portaltage-Orakel an. Ich verlinke euch das nochmal. Da sind auch noch mal ganz wichtige Infos zu den Tagen. Die sind am 13., 17., am 24. und am 25.03. Ja, und dazu gibt es auch wieder meinen Lichtwandelkreis. Ja, wenn du dich noch anmelden willst, dann mach das. Ich verlinke euch auch alles hier unter dem Video. Und wenn du die Portaltage nutzen möchtest, ja, das sind ja ganz besondere energetische Tage, an denen man super gut energetisch arbeiten kann. Und deswegen gibt es den Lichtwandelkreis. Ja, ich würde sagen, wir starten mal rein. Es gibt noch mehrere Termine. Ich werde euch die gleich im Video auch noch näher drauf eingehen, was es alles noch gibt in dem Zeitraum. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Video. So, und wir legen mal los mit dem 2-Wochen-Reading. Und ich stecke uns erstmal die Kerze hier noch an. Es geht los. Und zwar ist es wieder ein Auswahl-Orakel. Du kannst dich entscheiden zwischen rechts und links, wie immer. Und zusätzlich gibt es noch eine Zusatzbotschaft heute. Und zwar für jeden, der Dankbarkeitsdiamanten ist, eine persönliche Botschaft auch für dich noch hinterlegt, die ich am Ende des Orakels noch mitteilen werde. Also da kannst du dir einen Diamanten aussuchen, einfach was dich jetzt anzieht, vielleicht von der Farbe, und das ist dann auch noch deine persönliche Botschaft für die kommenden 2 Wochen. Aber wie gesagt, das machen wir nach dem Orakel. Wenn du das wissen möchtest, dann bleib einfach gerne dran. Ansonsten haben wir Auswahlmöglichkeiten auf der rechten Seite. Herzchakra, Energiestab, und auf der linken Seite haben wir den Stab für das dritte Auge. Ja, entscheide das wie immer ganz spontan, komm einfach erstmal hier an, ja, entspann dich und entscheide das auch ganz intuitiv aus dem Bauch heraus, welche Seite für dich passend ist. Ja, und wir starten dann auch rein mit der linken Seite. Und ich hole mir mal die Karten nach hier vorne. Nehme mir mal diesen ganzen Stapel hier mit. Und dann starten wir rein. Und ich beginne mal mit der Karte von der lieben Dani. Und zwar haben wir da das Edelstein Engelgeflüster. Und das ist der Edelstein, der dich begleitet in den kommenden 2 Wochen. Und das ist der Magnesit. Ich weiß nicht, ob ihr den Stein kennt. Das ist ein ganz wunderschöner Stein. So ein weißer Stein ist das. Und ich liebe den eigentlich. Ich mag die total gerne. Und die Botschaft ist, atme ganz bewusst, werde ruhig, bis sich eine Entspannung einstellt. Diese brauchst du gerade sehr. Ja, also es geht bei dir um das Thema Entspannung in den nächsten 2 Wochen. Nimm dir unbedingt Zeit für Ruhe, Zeit für Entspannung. Und auch das dritte Auge, was du ja gewählt hast über den Chakrenstab, steht ja auch für dieses Öffnen der Spiritualität, ja, und da kommt man auch hin, eben durch die Meditation zum Beispiel, dass sich das immer mehr auch öffnet, dein drittes Auge, auch durch Entspannung. Also gönn dir einfach ein bisschen mehr Ruhe, vielleicht war das einfach ein bisschen viel bei dir in der letzten Zeit. Die nächste Karte ist tatsächlich auch der Raum der Meditation, das ist so mega passend, ja, das sind meine 9 Mandala-Karten. Und der Raum der Meditation, der sagt dir auch, ne, werde still, atme, verbinde dich mit dir, nimm dir heute 10 Minuten in der Stille, fühle dabei nur, was innerlich gerade in dir geschieht. Und das ist immer das, was ich am Anfang immer empfehle, wenn du mit dem Meditieren beginnst, mach dir da nicht so einen Druck, dass du jetzt denkst, boah, ich muss mich jetzt eine halbe Stunde hinsetzen, darf mich nicht bewegen. Am besten noch in einem Lotussitz und ja, darf dann einfach nur 10 Minuten still sitzen. Und das ist einfach nicht der Fall. Ja, wenn du anfängst, reichen wirklich auch 5 bis 10 Minuten einfach bequem sitzen, Augen schließen und einfach mal wahrnehmen,
wie sich dein Körper gerade anfühlt und wo du vielleicht Stress fühlst, wo du eine Anspannung fühlst, wo du eine Unruhe fühlst und da eben ganz bewusst einfach nur hinatmen. Das kann wirklich so ein Einstieg in die Meditation sein. Und wenn der Körper und der Geist sich da so ein bisschen dran gewöhnt hat, dann wirst du das automatisch auch über einen längeren Zeitraum praktizieren. Dann fällt dir das auch viel, viel leichter. Und desto mehr du am Anfang beobachtest, boah, ich kann mich doch jetzt hier nicht ruhig hinsetzen, ne, diese Gedanken, die du hast, ne, ich muss wieder aufstehen, desto mehr braucht das wirklich deine Seele und dein Geist. Und wir sind es mittlerweile gar nicht mehr gewöhnt, diese Ruhe zu haben, diese Stille zu haben, weil so viel im Außen laut auch ist, so viel Lautes passiert. Ja, wenn du in Social Media einmal durch die Kanäle zappst, ja, es ist ständig überall Musik, überall eine andere Musik. Und wir müssen das ja auch verarbeiten. Und deswegen ist unser Geist so unruhig und so aufgewühlt, dass er das gar nicht mehr gewöhnt ist, diese Stille. Deswegen empfehle ich auch immer in meinen Energieübertragungen bei der Energie der Engel oder auch jetzt beim Lichtwandelkreis, nutze wirklich diese Energieübertragung in der Stille, damit wir uns auch wieder ein bisschen da gewöhnen dran, aber auch um zu regenerieren. Es ist ganz wichtig, eben auch mal Zeit in der Stille zu haben. Ja? Also Energie der Engel fängt übrigens auch an am 20.03. Und wir haben noch den Neumond am 21.03. Ja, die Energie der Engel ist immer jetzt auch zum Neumond, ja, weil wir da auch super gut uns wieder auf unsere Wünsche und Ziele ausrichten können von der Energie her. Und diesmal auch das Thema Reiki. Ja, da gibt es ja auch diese wunderschönen Mandala-Räucherstäbchen-Ständer, die siehst du da hinten, habe ich da vor dem Buddha auch stehen. Die gibt es diesmal dazu, energetisches Werkzeug, was auch für dich energetisiert ist. Und da kannst du zum Beispiel auch den Raum einmal vor der Energieübertragung mit dem Stäbchen räuchern. Das ist ein Palo Santo dabei für dich. Und das könntest du zum Beispiel auch tun, ne, beim Raum der Meditation. Ja, nutze einfach mal so ein paar Räucherstäbchen und sag einfach, das sind jetzt die 10 Minuten für mich. Ganz wichtig für euch hier auf der linken Seite, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Ja, dann habe ich ein Krafttier gezogen. Das sind die Karten von der lieben Eva Katharina Junge vom Windwert Verlag. Krafttier-Orakelkarten. Ich verlinke euch die Karten auch wie immer alle unten. Und da habe ich für dich den Eisbär gezogen. Und der Eisbär sagt Kraft und Heilung im Alleinsein, ja, Wandel und Weisheit, aktives und mutiges Handeln. Ich gehe meinen Weg. Vielleicht hast du so ein bisschen Einsamkeitsgefühle, weil du auch eben deinen eigenen Weg gerade einschlägst. Das kann durchaus sein, ne, dass man dann wirklich sich auch so ein bisschen einsam fühlt, weil eben ja, die anderen vielleicht einen anderen Weg gehen. Ja, alle sagen zu dir, wir gehen doch hier rechts rum, warum gehst du links rum, wenn du gerade was verändern willst? Und da ist es ganz wichtig, dass du eben wie dieser Eisbär mutig wirklich einfach weitergehst, und dich davon nicht beirren lässt, ja. Oder auch dich nicht einsam fühlst, weil es gibt auch wieder auf diesem anderen Weg, auf dem du gehst, natürlich ganz viele Menschen, die den genauso gehen und die auch auf dieser Stufe stehen wie du. Ja, und ich lese euch aber noch mal vor, was die Eva da geschrieben hat in dem Büchlein zu dem Eisbär. Mal gucken, ob wir da noch eine Info kriegen. Für den Eisbär, den muss ich jetzt nur erstmal suchen. Und hier schreibt sie: Stolpert der Eisbär als Krafttier in dein Leben, verhilft er dir, in einer Umgebung mit eisigen Emotionen oder in kargen Lebenssituationen zu überleben. Er schenkt dir die nötige Herzenswärme in einer emotionalen Eiszeit. Manchmal geraten wir unfreiwillig in ein kühles und distanziertes Umfeld. Mit der Kraft des Eisbären gelingt es uns, in der Eiszeit das nötige Fünkchen Hoffnung und Zuversicht auflodern zu lassen. Er lehrt dich, deine Emotionen zu beherrschen und in unangenehmen oder hitzigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja, also passt mega auch, ne? Dieses Runterfahren, Entspannung. Ne? Versuch wirklich auch all die Situationen, die gerade bei dir eben aufpoppen, da ein bisschen genauer anzugucken auch, aber in einer Ruhe und mit einem Abstand. Und den gewinnst du eben auch durch die Meditation. Dann haben wir die Karten von der lieben Heike Bender dabei. Und da zeigt sich heute
die heilende Möglichkeit. Also guck auch, was gibt es für eine heilende Möglichkeit für deine Situation. Haben wir auch das grüne Licht. Ja, arbeite auch mit Erzengel Raphael Energien mit deinem Thema. Das ist immer genau das Thema, was dir jetzt gerade einfällt. Also es gibt heilende Möglichkeiten. Was könnte eine heilende Möglichkeit jetzt sein? Und die entdeckst du wirklich, wenn du ein bisschen zur Seite trittst und ja, dir das mal genauer anschaust, von der Seite eben oder von oben da drauf guckst. Auch in erster Linie immer wieder auch auf deine Gefühle eingehst. Ne? Wie fühle ich mich mit der Situation und was möchte ich in der Situation auch verändern? Ja, ich nutze im Coaching auch immer super gern das Raumcoaching, ne? Dass man in diesen Raum reingeht, dieses Thema, was du gerade hast und diesen Raum dann eben sich genau anguckt und so verändert, dass du dich in dem Raum wieder wohlfühlen kannst. Und versuch mal wirklich zu gucken, was ist jetzt in dem Raum von meinem Thema, was mir nicht gefällt, was ich verändern möchte. Und dann verändere einfach deine Sachen auch im Außen. Also es geht bei euch hier auf der linken Seite auch um das aktive Verändern, das Aktivwerden für dich selber. Ja, du setzt dich immer sehr für andere ein, aber für dich selber eben nicht. Und das ist jetzt wirklich dran. Du bist geführt, ist die Karte von der lieben Sabrina. Und da lese ich euch auch nochmal den Text vor. Du bist nicht alleine. Dein Schicksalsweg hat dich an diesen Punkt deines Lebens geführt. Außerdem wurden dir Menschen an die Hand gegeben, die dich tatkräftig unterstützen, wenn du es zulässt. Bitte andere um Hilfe. Es ist die Person, die dir als erstes in den Sinn kommt. Ja, also auch um Hilfe bitten, um Unterstützung bitten. Ich glaube, die hatten wir letzte Woche auch schon, diese Karte. Da tun wir uns ja auch häufig so ein bisschen schwer. Und auf der linken Seite bekomme ich für euch noch rein so eine Botschaft für die Liebe, falls du vielleicht gerade in so einer toxischen Beziehung bist, da kann es wirklich gut möglich sein, dass du eben diesen toxischen Partner angezogen hast, weil da noch so ein Thema aus der Kindheit, Mutter- oder Vater-Thema zu klären ist. Also das kommt mir jetzt gerade noch rein. Guck da noch mal ein bisschen genauer hin, welches Thema da noch angeschaut werden will, und arbeite auch mit diesem Mutter- oder Vater-Thema noch. Ja, definitiv sind da noch Themen, das spüre ich gerade total deutlich hier bei euch. Genau, ich lege euch jetzt mal den Stab da drauf, dann wirken die Energien. Du brauchst einfach nur innerlich dein Ja zu geben und dann fließt die Energie zu dir. Das tut sie eigentlich schon die ganze Zeit über. Ne? Immer wenn du das Orakel guckst, dann wird die Energie für dich fließen. Du brauchst nur innerlich Ja sagen und dann ja, fließt die Energie einfach auch in deine Themen mit rein. Jetzt gehen wir auf die rechte Seite. Ich bedanke mich bei euch auf der linken Seite für euer Vertrauen und wünsche euch zwei wunderschöne Wochen. Vielleicht sehen wir uns auch in einem meiner Energiekreise. Guck da gerne nochmal für dich rein. Melde dich, wenn du Fragen hast. Schreib mir super gerne einen Kommentar. Ich freue mich über jeden Kommentar, der unter dem Video ist oder auch eine Nachricht auf Insta, wenn du möchtest, E-Mail, also alles möglich. Das macht ihr ja immer auch so ganz, ganz schön. Und abonnier den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Ja, jetzt kommen wir auf die rechte Seite und ich starte mal wieder rein mit den Mandala-Karten. Und hier haben wir auch den Raum der Entspannung. Also ihr seht, es ist für beide Seiten in den kommenden zwei Wochen ganz wichtig, in die Entspannung zu kommen und auch vor allem in der Entspannung drin zu bleiben. Und hier wird uns gesagt, gönne dir mehr Ruhe, nimm dir Zeit in der Stille und meditiere regelmäßig. Entspannung stellt sich dadurch nachhaltig ein. Es geht auch darum, immer dran zu bleiben. Auch generell gilt das ja für die Energiearbeit, ja, das nicht nur einmal zu tun, sondern auch ja, dauerhaft immer wieder, genau wie beim Sport auch. Ne? Wenn du mit dem Sport aufhörst, dann siehst du das auch direkt nach ein paar Wochen wieder, dass du da, dass die Muskeln eben wieder abbauen. Und so ist es eben auch mit unseren inneren Muskeln, ja, mit unseren Entspannungsmuskeln. Die müssen wir auch ständig trainieren. Und da wirklich auch dran zu bleiben, ist ganz, ganz wichtig. Ne? Du kannst auch mit dem Button arbeiten. Ne? Das ist ja die Buttons, die ich jetzt auch neu kreiert habe, die sind ja bei dem Kartenset, bekommst du einen Button geschenkt. Aber auch wenn du die Karten nicht hast, kannst du mit diesen Buttons arbeiten. Und die sind von der Größe her wirklich super gut für die Hosentasche zum Beispiel. Den für die Entspannung habe ich jetzt hier nicht.
Den habe ich mir auf mein Buch hier, auf mein Tagebuch kreiert. Doch, hier ist er. Ich zeige euch den nur mal kurz. Ich habe mir hier ein Tagebuch gebastelt für meine neue Ausbildung. Ich mache ja eine Ausbildung zum Yogalehrer. Und da habe ich mir den draufgeklebt, ja, den Raum der Entspannung. Und da kann er auch richtig schön wirken. Ja, also du kannst den zum Beispiel auch das so machen, wie ich das jetzt hier gemacht habe für ein Tagebuch. Oder natürlich zum Mitnehmen in die Hosentasche. Ganz, ganz wirkungsvoll. Die zweite Karte ist wieder unser Krafttier. Und da haben wir für euch auf der rechten Seite das Chamäleon. Und ein Chamäleon ist ja super wandlungsfähig, ja, sich den Gegebenheiten anpassen, Verbundenheit mit den Gefühlen und Manifestation, das dritte Auge ist hier auch angesprochen. Ja. Und wer schon mal ein Chamäleon gesehen hat oder auch eins vielleicht hat, ja, ich hatte mal ein Chamäleon früher, also ganz, ganz faszinierende Wesen. Und die passen sich wirklich der Umgebung ja an. Und das ist das, was wir einfach auch lernen können. Also sieh wirklich deine aktuelle Situation, die dich vielleicht auch herausfordert, wirklich so. Sieh sie einfach, wie sie ist. Ja, die Situation ist die Situation. Und wie möchtest du jetzt gerade darüber denken? Und ja, das Thema Manifestation ist auch ein ganz wichtiges Thema ja immer. Ja, da gibt es übrigens jetzt auch ein Live zu. Mit der lieben Peggy, ja, da kommt gerne in meine Facebook-Gruppe. Lasse dein Licht strahlen, da gehen wir live am 16.03. Nächste Woche Mittwoch um 10 Uhr gehen wir live. Und zum Thema Manifestation, die Peggy wird da auch einen Workshop geben. Und da könnt ihr uns auch Fragen stellen zum Thema Manifestation. Aber wir werden auch Karten ziehen, ganz normal für euch. Ja, kommt da gerne mit rein. Und es gibt noch einen Angel Talk auf Instagram live mit der lieben Sandra Fernberg. Freue ich mich auch schon mega drauf. Und auch da werden wir über die aktuellen Energien sprechen und Karten ziehen und auch energetisch für euch arbeiten. Ja, also guckt da immer bei Insta und Facebook auch. Da stehen auch die Termine drin. Ne? Wenn du nichts verpassen willst, dann ist am besten im Moment auch Insta. Also das Chamäleon, sich anpassen. Und jetzt gucken wir noch mal hier in das Büchlein rein, was da noch steht zum Chamäleon. Spaziert das Chamäleon in dein Leben, dann verleiht es dir die Kraft, dich in Gegebenheiten anzupassen, dich in den Fluss des Lebens zu begeben und dich im Flow der Geschehnisse treiben zu lassen, ohne etwas erzwingen zu wollen. Versuch allerdings nicht, jemand anderer zu sein, als du bist, und eigne dir nicht fremdes Verhalten an, nur um irgendwo hineinzupassen. Wenn dein Verhalten nicht dein wahres Ich widerspiegelt, fängst du an, dich der Illusion oder der Tarnung hinzugeben, aus Angst dein wahres Licht zu zeigen. Ja, guck mal, wo du da vielleicht dich noch verbiegst für irgendjemanden. Na, da kriege ich auch wieder das Thema Beziehung und Partnerschaft hier angezeigt. Ja, verbieg dich nicht für jemanden, sondern sei einfach wirklich du selbst. Du hast auch den Chakra-Stab vom Herzchakra. Ja, es kann durchaus bei euch um Liebe, Selbstliebe-Themen gehen in den nächsten 2 Wochen. Fühle ich eigentlich auch bei beiden Seiten. Ne? Das ist sehr spannend. Also da wird nochmal sich vieles auch wandeln können. Ne? Also schon einfach anpassen an die Situation, aber auch nicht verstellen. Ganz wichtig. Ja, dann haben wir die nächste Karte. Und das ist von der Dani wieder die Karte. Welcher Edelstein begleitet uns in den kommenden 2 Wochen? Und das ist die Koralle. Auch ein wunderschöner Stein. Vielleicht hast du einen, dann nutz ihn in den 2 Wochen. Und die Karte sagt dir, erinnere dich immer daran, du bist beschützt und geführt. Glück und Liebe begleiten dich zu deiner Urkraft. Ja, es geht wirklich darum, mehr in die Kraft zu kommen. Ja, und das tun wir ja auch, wenn wir uns einfach den Gegebenheiten immer wieder mehr anpassen. Und dann haben wir noch eine Karte von der Sabrina. Oh, und da zeigen sich die Engel. Ja, die zeigen sich hier, die sind ganz besonders an deiner Seite in den kommenden 2 Wochen. Und wir Engel lieben dich unglaublich stark. Wisse, dass du uns immer um Hilfe bitten darfst. Wir greifen nur ein, wenn du uns ein klares Zeichen gibst. Sprich laut und deutlich mit uns. Wir freuen uns immer, wenn du mit uns
Ja, in Kontakt trittst. Gerade arbeiten wir mit Hochdruck an der bestmöglichen Lösung für dich. Bleibe im Vertrauen. Als Zeichen unseres Beistands schicken wir dir Federn auf deinen Weg. Also beobachte, ob du vielleicht in den nächsten 2 Wochen auch mal eine Feder auf den Weg gelegt bekommst. Ja, das sind ja immer die Zeichen der Engel oder auch Münzen. Ja, oder auch manchmal so akustische Dinge, ja. Also ganz, ganz spannend. Achte da unbedingt auch drauf, auf so Zeichen, die du bekommst. Aber gib auch nochmal bewusst dein Thema ab, ne? Die erinnern uns ja auch nochmal daran, dass sie nur in unser Leben eingreifen dürfen, wenn du da wirklich drum bittest. Ja, sonst dürfen sie das eben nicht durch unseren freien Willen. Und guck nochmal, wie du sie da in deine Situation mit einbinden willst. Und die letzte Karte von der lieben Heike Bender, und da haben wir noch die fühlbare Erfüllung. Ja, also wenn du an den Situationen arbeitest, dann kommt auch diese fühlbare Erfüllung. Finde ich sehr spannend. Ich liebe es ja auch immer, mit den Farben zu arbeiten. Ja, du hast hier Lila für die Transformation, aber auch viel Rot und ja, Rot, Orange, ja, das sind die unteren Chakren eben, die dir Urvertrauen geben, die dir wieder Kraft geben. Ne? Das hatten wir eben schon bei der Karte mit der Dani, das ist so passend wieder. Und in der Mitte eben auch viel Blau. Ja, Blau steht auch für mich immer für die Klarheit, für den Mut auch, für den Ausdruck. Ja, also sprich auch deine Dinge unbedingt aus, die du aussprechen möchtest, dass du wieder so in dieses innere Strahlen reinkommst, ne? Dass du wieder eben dich nicht verstellst, sondern du selber bist. Es geht wirklich darum, dass du mehr du selber sein darfst in allen Lebensbereichen. Wie gesagt, Partnerschaft spüre ich hier, aber auch teilweise Beruf, ne? Dass du da noch mehr wieder ja, deine Power auch rauslässt, ne? Das fühlt man auch total stark. So, da legen wir jetzt auch noch den Stab drauf. Wenn du das möchtest, dass das für dich arbeitet, ja, dann lass das einfach fließen. Auch die anderen Werkzeuge arbeiten ja für dich. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, darfst du dir einen Diamanten aussuchen und bekommst da noch deine Botschaft. Und wir haben links den grünen Diamanten. Der steht für das Thema Heilung. Ja, das sind die Dankbarkeitsdiamanten, die 9. Da ist jede Farbe einem Wort zugeordnet. Und die Wörter haben ja auch eine bestimmte Schwingung, die ich da auch mit eingearbeitet habe, die dann auch für dich wirken. Ja, diese 4 Wörter, das ist Dankbarkeit, Mut, Liebe. Das steht auch hier drauf. Und Heilung, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt lesen kann. Ja, ich glaube schon, ne? Und der klare steht eben für die Dankbarkeit. Der pfirsichfarbene steht für das Thema Mut. Und der rosafarbene natürlich für die Liebe. Ja, also guck mal, was dich jetzt anzieht von den, auch jetzt haben wir hier noch Besuch von den Diamanten. Und ja, dann lese ich dir deine Botschaft noch vor, die unter den Diamanten gespeichert ist. Und ich fange mal an, wenn du dich für grün entschieden hast, habe ich eben schon gesagt, geht es um das Thema Heilung deiner Situation. Und da ist deine Botschaft, dass du eine wichtige Lektion bekommst in den nächsten 2 Wochen vielleicht. Ja, da ist noch eine wichtige Botschaft auf dem Weg zu dir. Achtung, die aktuelle Situation hat eine wichtige Botschaft für dich. Schaue genau hin, es liegt ein Geschenk dahinter. Und das Seepferdchen sendet dir Klarheit und neue Türen werden sich umgehend öffnen. Ja, und wenn du die Karten nutzt, hast du hier nochmal so einen bestimmten Energie-Button. Da ist nochmal eine Energie gespeichert. Wenn du diese Affirmation liest und gleichzeitig den Button drückst, ich erkenne meinen Weg, ich darf ihn jederzeit ändern. Ich erkenne Hindernisse und lerne und ich gehe weiter. Ja, also bei euch kann sein, dass eine wichtige Nachricht reinkommt. Das ist die aktuelle Botschaft für dich. So, jetzt habe ich erstmal den Lu rausgelassen. Genau, jetzt haben wir den grünen. Wenn du dich für den klaren entschieden hast, dann ist das hier deine Botschaft. Und da geht es um den Lichtkörperprozess. Ja, der ist ja auch ganz, ganz aktiv im Moment auf jeden Fall. Und da ist die Botschaft, dein Lichtkörperprozess erreicht eine neue Stufe. Atme, sei und nimm dir heute viel Zeit für dich selbst. Reflektiere, dein Inneres kennt die Lösung
Und hier haben wir noch den Energiebutton. Du kannst das auch wirklich gleich mitnutzen hier über die Kamera und wirst merken, du spürst auch die Energie, die da fließt. Ja, sprich auch ruhig die Affirmation mit. Meine Energiekörper dehnen sich aus, meine Frequenz erhöht sich, alles ist leicht erreichbar und ich bin das Licht. Ja, wunderschön, die Karte. Also das ist deine Botschaft und dann gehen wir weiter zum pfirsichfarbenen Diamanten. Ja, und das ist meine Lieblingskarte auch mit im Set. Da geht es wirklich um das Ankommen. Ja, Ankommen bei dir. So ein bisschen wie die Karte im Lenormand, die Welt, ja, die Erde. Du kommst jetzt immer mehr bei dir an, in deinem Lebensplatz, ja, dein Lebensplan wird auch immer deutlicher. Du bekommst immer mehr bei dir an und findest deinen Platz in deiner ganz eigenen Welt. Es ist gut möglich, dass du nun eine positive Veränderung auch in der Liebe hast. Und jetzt lesen wir noch mal die Affirmationen vor. Und die sind: Ich bin am richtigen Ort. Die Liebe beginnt in mir. Ich ehre Mutter Erde und danke ihr. Und ich bin genau richtig, wie ich bin. Ja, also auch eine wunderschöne Zusatzbotschaft nochmal. Und gerade auch mit dem Thema Mut, ne? Vielleicht hast du da auch Ängste gehabt, immer wieder, die sich immer wieder auch gezeigt haben, ne? Wo du immer wieder festhängst, ne? An diesem ja zweifelnden Urvertrauen. Und da kommt jetzt eine Besserung auch rein. Und dann haben wir Liebe und Selbstliebe. Und da habe ich gezogen die Karte für die Unendlichkeit. Ja, und da wird dir gesagt, jede Sehnsucht in dir erinnert dich an deine Unendlichkeit. Deine Seele weiß das. Öffne dich immer mehr für dein neues Bewusstsein. Es ist die Zeit für deine Meisterschaft gekommen. Ja, ist auch eine super gute Botschaft, weil das eben ganz wichtig ist. Und immer wichtiger wird, ne, die eigene Meisterschaft im Energetischen auch zu erreichen. Ja, das ist das, worum es geht, ne, dass du immer mehr auch, ja, es hört sich blöd an, alleine den Weg gehst, aber dass du es schaffst, auch alleine diese Herausforderungen immer mehr zu meistern. Das heißt nicht, dass du dir keine Hilfe holen darfst, aber das heißt, dass du energetisch nicht angewiesen bist auf irgendjemand anderen. Dahin geht es immer mehr. Sondern dein eigener Guru bist vielleicht auch, ja, dass du da weißt, ich brauche da nicht im Außen irgendjemanden, um irgendwas zu erreichen. Das finde ich immer ganz wichtig, sondern du hast selber alle Werkzeuge in dir, um das zu erreichen. Das ist wirklich wichtig. Ja, und jetzt lesen wir hier auch noch die Affirmationen, und zwar: Ich bin eins mit der Unendlichkeit. Mein Bewusstsein wächst und die Liebe ist unendlich in allem, was ist. Ja, wunderschöne Botschaften für uns auch noch mal zusätzlich. Und ja, auch bei euch bedanke ich mich für euer Vertrauen und ja, freue mich auch über ein Like oder auch ein Abo und wünsche euch auch wunderschöne 2 Wochen, bis wir uns hier wiedersehen. So, und wir sind am Ende des Videos angekommen. Ja, ich hoffe, du hast die nötigen Impulse bekommen für die nächsten 2 Wochen. Komm auch immer wieder in den 2 Wochen hier auf das Video zurück. Ja, du bekommst immer noch mal andere Impulse, wenn es dann wirklich soweit ist. Ja, wenn du in der Situation drin steckst, dann kannst du noch mal neue Impulse hier auch sammeln und vor allem auch die Energien natürlich für dich wirken lassen. Ich wünsche dir wunderschöne 2 Wochen und bis bald. Mua.